Wer hat die Lösung? Beginnen Sie bitte mit dem A und hier klingelt das Telefon. Herzlich willkommen im Money Express. Wer ist denn dran? Ackermann, guten Morgen. Guten Morgen. Wie lautet die Lösung? Abschaffung. Nochmal? Abschaffung. Ist das eine Stadt? Wir suchen eine Stadt. Wir suchen eine Stadt und nicht irgendein Wort. Okay, damit leider nicht gewonnen und wir probieren es einfach in der nächsten Runde. Probieren Sie es, die Zeit ist da für einen Gewinner, würde ich sagen. Die Kohle ist da und das Telefon klingelt. Herzlich willkommen, wer ist dran? Hallo, guten Abend, da ist der Kai-Uwe. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin mal auf Ihre Lösung gespannt. Was kommt hier raus? Ich habe mal lange geguckt und ich habe dann Gera darin gefunden. Was haben Sie gefunden? Gera. Gera? Aber Sie wissen schon, dass Sie alle Buchstaben verwenden müssen? Das hat keiner gesagt. Das hat keiner gesagt? Doch. Das tut mir leid, das kann ich jetzt leider auch nicht gelten lassen. Ich gebe Ihnen 50 Euro, einverstanden? Ist er noch da? Ihr habt ihn. 50 Euro geben wir Ihnen dafür, dass Sie, für was eigentlich? Dass er falsch gedacht hat? Ist ja eigentlich auch nicht richtig, ne? Aber gut, meine Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes. Ich gebe Ihnen jetzt 10 Leitungen auf, ja? 10, probieren Sie. 10 Leitungen. Und der nächste Kandidat, jawohl, herzlich willkommen, wer ist denn dran? Hallo? Bitte sprechen Sie mit mir. 3, 2, 1, es tut mir leid, ich muss Sie runterzählen. 0. Ah, wir starten sofort die nächste Runde. 3, 2, 1, das Band soll laufen. Los geht's. Meine Damen und Herren, bitte, bitte nicht den Hörer auflegen. Und denken Sie dran, wir haben jetzt 10 Leitungen aufgemacht, ja? Schauen Sie. Weil das ist wirklich Wahnsinn, diese ganze Kohle hier zu zählen, meine Damen und Herren. Also, probieren Sie es. 10 Leitungen sind auf und ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass hier jemand in die Leitung kommt. Ist da jemand? Ist da schon jemand da? Ja, wer ist denn da? Der Rudi. Rudi, guten Abend. Hey, Abend. So ganz spontan hier mal vorbeigeschaut, hä? Genau. Was kommt da? Einmal reingehört. Einmal reingehört, ja, und gleich hier durchgekommen. Mensch. Ja. Rudi, es geht um viel Geld. Ich weiß nicht genau, wie viel es ist, aber es ist schon eine ganze Menge. Das Becken ist knüppelvoll. Was ist deine Lösung? Schaffhausen. Rudi, das tut mir leid. Das ist nicht richtig. Unsere Stadt beginnt mit A. Das ist natürlich jetzt echt blöd. So. Meine Damen und Herren, passen Sie auf. Es ist jetzt gleich 1 Uhr. Bis 1 mache ich jetzt auf jeden Fall weiter. Es ist das ganze Becken voller Geld bekommt und es staut sich schon wieder. Meine Damen und Herren, auf geht's! Wo stecken Sie? Denken Sie noch an Ihre Bonusanrufe, falls Sie noch welche übrig haben, könnten Sie einlösen. Hat das Telefon geklingelt? Guten Abend. Hallo? Hat aufgelegt? Nee. Hallo? Hat tatsächlich aufgelegt? Okay, was machen wir jetzt? Fernseher steht bereit. Und das Telefon klingelt. Guten Abend, wer ist mit dabei? Hallo? Ich höre doch da jemanden. Wer ist in der Leitung? Bitte nennen Sie mir Ihren Namen. Ich höre Sie. Sie müssen jetzt nur noch sprechen. Aber da war jemand dran. Ich habe es ganz genau gehört. So, meine Damen und Herren, wir machen Folgendes. Wir stoppen jetzt das Geldband und zählen das Geld. Das wird jetzt gemacht. Gleich ist nämlich alles vorbei. Diese Sendung ist nicht mehr ewig lang hier. Das heißt, Sie sollten sich jetzt schon mal auf den Weg machen und das Telefon klingelt. Herzlich willkommen. Wer ist dran? Nein! Haben Sie aufgelegt? Nein. So. Was machen wir jetzt? Hot Button raus? Also alle Leitungen schließen und den Hot Button einschalten? Ja, weil wir brauchen einen Gewinner, ne? Wir machen es so. Meine Damen und Herren, Leitungen werden geschlossen. Wir holen den Hot-Button raus. Das heißt, der entscheidet per Zufallsmechanismus, wer in die Leitung kommt und wer dann natürlich gewinnt, meine Damen und Herren. Weil wir brauchen Gewinner, kann er nicht ohne Gewinner hier raus. So, wir starten einfach, oder? 4, 3, 2. Einen wunderschönen guten Abend. Mit wem spreche ich? Mit Conny.
Conny? Ja. Conny, wo kommen Sie her? Aus Münster. Münster, okay. Conny, Sie haben gehört, um was es hier geht. Ja. Ihre Lösung lautet? Aschaffenburg. Das ist richtig, Conny! Ja! Conny, Sie haben es geschafft! Es sind 8.935 Euro und der LCD-Fernseher! Bin stark! Ah! Conny? Ja? Ich meine, haben Sie damit gerechnet? Nee, ne? Nicht mehr richtig. Oh, Sie haben es ein paar Mal probiert, wahrscheinlich. Auch bestimmt schon 50 Mal. Oh. Okay, ich meine, jetzt darf ich da auch nichts sagen. Es hat sich echt rentiert. Sie haben hier einen Wahnsinnspreis abkassiert heute Abend. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß. Die 8.935 Euro kriegen Sie heute noch auf Ihr Konto. Wissen Sie schon, was Sie damit anfangen? Ja, wir kaufen eine neue Küche. Ja! Genau, das wollte ich hören. Na? Conny, ich freue mich wirklich für Sie. Jetzt kann ich auch gut schlafen heute Abend. Ja, ich muss die Kontokarte finden. Bleiben Sie einfach am Telefon dran, ja. Dann wird alles geregelt. Ja, nicht auflegen. Brauchen. Nein, gut. Meine Kontokarte brauchen. Ja, tschüss. Tschüss. Meine Damen und Herren, tschüss und gute Nacht.